machen wir schöne, leckere Rezepte mit Mangold. Und Mangold ist grandios, wie ich finde. Ich baue ihn jedes Jahr im Garten an. Es gibt unterschiedliche Sorten. Ganz klassisch natürlich der grüne Mangold mit weißem Stiel, auch immer wunderschön. Aber noch ein bisschen schöner finde ich persönlich ja den bunten. Seht ihr hier auch schon. Die Sorte heißt Five Colors. So bekommt ihr die, wenn ihr Saatgut kaufen wollt auch. Für euren Garten. Ich weiß noch, im allerersten Jahr, wo ich selber Gemüse angebaut habe, habe ich mir gedacht, boah, ich liebe Mangold, schaut wunderschön aus für zwei Personen. Wie viele Pflanzen setze ich da ein oder sehe aus? Da habe ich mir gedacht, naja, 10 Pflanzen, das sollte reichen. Letztendlich war es dann so, dass ich im Sommer nur noch Mangold verschenkt habe, weil wir einfach untergegangen sind. Das Tolle daran ist nämlich, dass wenn ihr eine Mangoldpflanze habt, von innen wachsen immer die jungen neuen Blätter nach und außen hängen sozusagen die großen Erntereifen dran und deswegen nie den Mangold ganz abernten, sondern immer nur von außen wegnehmen. Das heißt, für zwei Personen reicht im Regelfall eine gute Pflanze, der es gut geht, locker aus. Setzt lieber zwei, falls eine ein bisschen kränkelt, aber ja, reicht. Ansonsten könnt ihr schöne Mangoldsträuße verschenken. Was machen wir heute? Ziemlich simpel. Einmal machen wir schöne Mangoldrouladen und einmal machen wir gepickelten Mangoldstiel, weil oft will man nur das Grün verarbeiten, weiß nicht, was mit dem Stiel zu tun ist. Es hat ja ziemlich viel Oxalsäure, das heißt auch so ein bisschen die Zähne werden pelzig dabei und da ist diese Pickelvariante wunderbar. Wir starten hier aber mal mit der Roulade, die braucht nämlich ein bisschen. Letztendlich, wir machen eine Füllung aus Räuchertofu, Zwiebeln, binden das Ganze ab mit ein bisschen Mehl, ein bisschen Semmelbrösel, Olivenöl haben wir natürlich, mit Brühe gießen wir es an und ein bisschen Sojasauce habe ich auch da. Das heißt, wir müssen erstmal die Füllung zubereiten. Ofen ist auch schon vorgeheizt auf 210 Grad. Zwiebeln erstmal rein, bisschen Olivenöl. So, dann Räuchertofu könnt ihr auch direkt reinbröseln. Mache ich am liebsten wirklich mit den Händen. Man kann es auch mit einer Gabel zerdrücken, aber das dauert im Regelfall viel länger. Und für die Roulade brauchen wir natürlich jetzt nur die Blätter. Ja, die Stiele könnte man jetzt hier in die Füllung auch mit reinverarbeiten, aber deswegen finde ich beide Rezepte in Kombination auch genial. Wenn ich die Rouladen mache, habe ich einfach Stiele über, die kann ich wieder essigsauer einlegen und habe dann für die Brotzeit im Sommer auf jeden Fall was Leckeres auf dem Tisch. Letztendlich wächst Mangold wirklich von, je nach Gebiet und nach Wärme, aber von Mai weg kriegt man ihn ganz gut und dann den ganzen Sommer durch. Also ich ernte den letzten Mangold im Regelfall im September, Oktober rum. Machen wir gleich ein bisschen Pfeffer drauf. Kleine Prise Salz. Olivenöl reicht mir nicht ganz. Das macht aber auch einfach nach Belieben. So, zum Mangold selber. Dann stelle ich mal die Seite dabei. Also wir brauchen bloß die Blätter für die Rouladen. Jetzt ist es nicht ganz optimal. Das war jetzt mit der erste, den ich bekommen habe. Die sind noch ein bisschen kleiner. Im Sommer die richtig großen Runden sind da viel besser dafür. Das heißt, ihr müsst jetzt schauen, wie klassisch bei allen Kohlrouladen in der Richtung, dass ihr den Stiel so ein bisschen mit Ansatz in der Mitte da rausschneidet. Ja, sieht auch schon ein bisschen schlapp aus, macht aber nichts. Die lege ich gleich darüber. Jetzt machen wir mal drei. Von der Menge her ist es ein bisschen mehr, aber geht ja nur darum, dass ihr das auch seht. Gewaschen natürlich, ist ganz klar. Was man jetzt noch machen kann, ist, dann ist die Wickelei auch ein bisschen einfacher, dass ihr ein bisschen Hitze drauf gebt. Ja? Also der ist eh leicht zum Wickeln, so wie er ausschaut. Da muss ich noch ein bisschen was vom Strunk mit rausnehmen. Der ist zu dick. Den muss ich jetzt nicht garen, aber wenn die so ein bisschen spröde sind, dann entweder kurz mit Wasser blanchieren, mit heißen,
dass es so ein bisschen weicher wird. Oder da kurz mit oben drauf, das passt eigentlich auch wunderbar. So, machen wir hier mal parallel schon weiter für den gepickelten Mangold. Riecht schon mega lecker, ihr riecht es ja leider nicht. Räuchertofu, immer grandios. So, das reicht mir jetzt auch hier. Da habe ich so ein Wegglas und letztendlich, ihr müsst halt schauen, dass sie reinpassen. Ich mache das ganz gerne so. Passt jetzt. Mangold ist übrigens verwandt mit der roten Beete. Fand ich ganz interessant, als ich es zum ersten Mal gehört habe. Ein bisschen Garten-Nerd-Infos. Und es ist auch relativ entspannt, was Schnecken anbelangt. Sie mögen Schnecken eigentlich nicht so gerne. Da gehen sie nur ran, wenn sie sonst nichts anderes finden. Kann man auch am Balkonkasten eigentlich ganz gut ziehen. Funktioniert auch gut. Halt vorher Sojasauce. Durchmischen und dann machen wir hier gleich die Hitze aus. Optimal bereitet ihr das vor, lasst auskühlen und füllt die dann. Ja, da habt ihr gar keinen Stress. Ich gebe jetzt halt ein bisschen Gas, damit ihr einfach nur seht, wie es funktioniert. So, jetzt machen wir es erst so: Semmelbrösel zum Abbinden. Geht auch glutenfrei natürlich, glutenfreies Semmelbrösel oder Paniermehl und auch glutenfreies Mehl könnt ihr da verwenden. Schlecht vorbereitet, Schüssel wäre besser. Ich mache das jetzt nur aus der heißen Pfanne raus, dann kühlst ein bisschen schneller runter. Könntet ihr auch Tempeh nehmen, geht ganz genauso. Bisschen runterkühlen, dann parallel geht es hier weiter. Also normalerweise schaut, dass ihr halt ein ganzes Glas voll macht. Dann habe ich hier schöne Schalotten. Schmeißt einfach mit rein. Beim Glas natürlich wichtig, dass das schön sauber ist. Heiß ausspülen, auskochen. Weil wenn es direkt aus der heißen Spülmaschine rauskommt, reicht das auch völlig aus. Ihr habt jetzt im Rezept zwei Schalotten, das sind jetzt echt große, da reicht mir eine auf jeden Fall. Eine Zimtstange mit dazu, ein paar Gewürze, Anis, Stern und ein paar Pfefferkörner. Und was ich immer total mega finde, ist Kaffeelimettenblätter. Kennt ihr vielleicht aus der thailändischen Küche. Ein Stückchen Ingwer würde auch noch gehen, wäre auch super. So, das ist eigentlich die Basis, den habe ich ein bisschen zu lang. Probieren wir nochmal. Gut, dann geht's hier los. Also wichtig ist bei der Füllung letztendlich, es ist noch gut warm, dass sie einigermaßen zusammenhält. Bisschen Mehl brauche ich noch. Einen Moment.
Ne? Mache ich mit dem Olivenöl ein bisschen zu großzügig. Und was da auch immer hilft, und ich habe eh hier Brühe, muss ich da nichts klauen. Bisschen Wasser noch, weil das Olivenöl, was da jetzt ein bisschen zu viel drin war, im Rezept habt ihr es dann eh richtig, das verhindert natürlich auch, dass es zusammenklebt. Ja. Sowas kann immer passieren, wenn man Pi mal Daumen arbeitet, aber mit Rezept passt dann besser. Seht ihr, jetzt fängt es an, dass es zusammenhält. Und das ist das Wichtige, dass letztendlich so einigermaßen kompakte kleine Röllchen entstehen. Dann kommt es hier drauf. Von der Menge her könnt ihr es so befüllen, wie ihr Lust habt. Ja, also ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger. Dann schön einrollen. Und jetzt könnte man es aufwickeln mit einem Garn oder mit einem Spieß stecken. Ich finde, wenn man es so direkt einfach in die Reine auf diese Kante legt, passt es auch super. Da machen wir einfach zwei draus. So. Das. Und es ist fest, das fällt nicht raus, ja, also das heißt, wir müssen es auch jetzt nicht komplett an der Seite zubinden, wie man es vielleicht von anderen Füllungen kennt. Ich mache jetzt noch eins, dann glaube ich, wisst ihr, wie es funktioniert. So, zack. Und ein bisschen Brühe angegossen. Ist jetzt ein bisschen zu groß die Reine dafür. Ab in den Ofen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in circa 15 Minuten wieder. Bis gleich. So, jetzt holen wir die Rouladen einfach mal aus dem Ofen. Circa 15 Minuten. Was ihr zwischendrin machen könnt, ist mit ein bisschen Brühe immer wieder übergießen. Dann werden sie nicht zu trocken. Hat Vor- und Nachteile. Übergießt man zu oft, bleibt es einfach weich. Und ich finde es auch ganz nett, wenn er ein bisschen knusprig wird. Aber macht ihr einfach, wie es für euch passt. So. Ist in der Tat ein bisschen überdimensioniert, die Ofenreine. Ich habe hier jetzt gleich noch drei gewickelt und mache jetzt auch gleich den Rest noch und schiebe das nochmal rein. Hätte einfach zu lange gedauert im Video. Ich denke aber, für euch war es klar. Von der Portionsmenge her finde ich es für zwei ordentliche Portionen ausreichend. Zwei bis drei kann man sagen. Man isst es ja nicht nur pur, sondern ein schönes Püree dazu, ein schöner Salat, einfach je nachdem, was halt für euch passend ist. Hier im Topf übrigens, ist euch wahrscheinlich schon aufgefallen, dass die zwei Gläser leer sind. Das war einmal Apfelessig, einmal Brühe im gleichen Mischverhältnis. Zusammen in den Topf einmal aufkochen, weil wir jetzt dann gleich unser Mangoldpickel damit übergießen. So, Achtung, heiß. Und auch hier jetzt, wenn ihr es dann auf den Teller packt, schaut einfach, dass ihr ein bisschen vorsichtig damit umgeht, wenn ihr nichts drumherum gewickelt habt, weil es natürlich sonst aufgehen könnte. Aber die Masse durch das Mehl ist so schön kompakt. Das hat jetzt auch nochmal gut abgebunden zusätzlich. Ihr könnt natürlich auch, wenn die jetzt ein bisschen größer wären, mit größeren Blättern, könnte man sie noch leicht quer anschneiden, würde auch gehen. Einfach, was man möchte. Die Masse auch, habe ich aber dann auch im Rezept stehen,
Unten in der Videobeschreibung ist natürlich multiflexibel. Formt da kleine Pflanze halt raus, brate die nochmal mit an. Für jegliche Füllung, auch für Pasta ganz nett, funktioniert immer. In dem Fall jetzt einfach mit Mangold. Ja, kleine gefüllte Mangoldrouladen, ganz schnell und simpel. Wenn man das zu zweit in der Küche macht, dann hat man auch schnell für die Familie auf jeden Fall leckeres Essen am Tisch. Püree könnte parallel kochen, kleiner Salat dazu, wie gesagt, wunderbar. Und jetzt noch unsere Pickles, einmal unsere Essig. Brühemischung, je nachdem wie groß euer Glas ist, passt es einfach drauf an. Das Wichtige hier ist halt, dass alles damit bedeckt ist. Jetzt kann man natürlich sagen, das ist aber eine Riesenmenge an Essig. Ja, ist es auf jeden Fall. Ja. Aber wenn ihr die Pickles dann esst, das muss jetzt auf jeden Fall, wir verschließen es auch gleich, dann kühlt es ab, es entsteht Vakuum, es ist somit versiegelt, hält sich auch lange. Durch die kochende Flüssigkeit gart jetzt der Mangold und auch die Zwiebeln durch. Und das müsst ihr auf jeden Fall mindestens 2 Wochen stehen lassen. Lasst lieber 4 Wochen stehen und auch nach 3 Monaten kann man es noch gut essen. Muss nicht gekühlt sein. Ich würde es jetzt nicht in der warmen Küche haben, aber irgendwo im Keller, wo es so 16, 17 Grad hat, ist es perfekt. Und dann natürlich auch nicht den Sud wegschmeißen, sondern aus dem Salatsoßen machen, kleine Dressings etc. Auch ganz flexibel. Ja. Ich hoffe, es war wieder ein bisschen was an Input für den Mangold dabei. Ein paar Abwandlungsmöglichkeiten und Ideen, wie gesagt, unten in der Videobeschreibung noch beim Rezept. Ich freue mich, wenn ihr mir ein Like da lasst fürs Video, wenn es euch gefallen hat. Und wenn ihr mehr leckere, saisonale Gemüserezepte mit mir kochen wollt, schaut einfach jede Woche vorbei. Da gibt es ein neues Video und ja, dann sehen wir uns einfach nächste Woche.